Nun, Meteoriten sind Bruchstücke von Himmelskörpern, die eben nicht auf der Erde entstanden sind, sondern zu uns auf die Erde gekommen sind. Das sind quasi Boten aus der Frühzeit unseres Sonnensystems. Und diese Meteoriten, die enthalten eben durch ihre Zusammensetzung und die Minerale, aus denen sie bestehen, Informationen über die Prozesse, die zum Beispiel zur Bildung der ersten Festkörper im Sonnensystem und in der Folge zur Bildung der Planeten geführt haben. Also in dem Sinne sind Meteorite Zeitkapseln, die Informationen eben über Prozesse zu uns bringen, die vor Milliarden von Jahren stattgefunden haben. Vor einigen Tagen war ein Herr bei mir, der einen glänzenden Brocken auf meinen Tisch gelegt hat und gesagt hat, ich glaube, ich habe einen Meteoriten gefunden. Jetzt bin ich da normalerweise immer sehr skeptisch, weil alle paar Monate Leute zu mir kommen, in dem festen Glauben, sie hätten Meteorite gefunden. Und ich musste sie eigentlich fast immer enttäuschen. Nur in diesem Fall konnte man auf den ersten Blick sehen, dass es sich tatsächlich um einen Meteoriten handelt. Der Finder möchte gern ungenannt bleiben, was ich natürlich respektiere. Und der Fundort, den darf ich auch nur etwas vage angeben, nicht? Der liegt in der Umgebung von Innsbruck. Nun, das Besondere an diesem Meteorit ist zunächst mal, dass es der erste Eisenmeteorit ist, der jemals in Österreich gefunden worden ist. Und es ist auch erst der 9. Meteorit, der in den letzten ca. 250 Jahren in Österreich gefunden worden ist. Ansonsten sind Eisenmeteorite keine besonders seltenen Meteorite. Also in dem Sinne ist er nichts Besonderes. Nun, es gibt bei manchen Arten von Meteoriten ganz, ganz klare und eindeutige Erkennungsmerkmale. Bei unserem Eisenmeteorit beispielsweise sind das die sogenannten Wiedenandstedtschen Figuren. Das ist also ein ganz besonderes geometrisches Muster der Verwachsung von zwei Legierungen von Eisen und Nickel. Dieses Muster, das kann im Labor oder künstlich nicht produziert werden, weil für die Entstehung dieses Musters viele Millionen Jahre Zeit erforderlich sind. Also diese Muster entstehen praktisch im Inneren von Kleinplaneten. Und man kann diese Muster sichtbar machen. Und wenn man die sichtbar machen kann, dann ist das ein ganz sicherer Hinweis darauf, oder kein Hinweis, sondern tatsächlich ein Beweis dafür, dass es sich um einen Meteoriten handelt und kein Stück Metall, das der Mensch irgendwie hergestellt hat. Also bis auf wenige Ausnahmen sind die Meteoriten so alt wie das Sonnensystem selbst. Also in dem Sinn sind sie wirklich Boten aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Sie haben etwa ein Alter von 4,55 Milliarden Jahren. Einige sehr seltene Arten von Meteoriten können aber auch deutlich jünger sein. Meteorite neigen dazu, aufgrund ihrer Zusammensetzung relativ rasch zu verwittern. Das heißt also, wenn sie lange Zeit zum Beispiel Regen, Schnee und Klimawechsel ausgesetzt sind, dann werden die relativ rasch verwittern. Eisenmeteorite beispielsweise würden verrosten, beziehungsweise Steinmeteoriten würden einfach quasi zerbröseln. Also das heißt, ein Eismeteorit eben wird nicht, zumindest in unseren Breiten, nicht viele tausend Jahre überleben, er würde einfach wegrosten. In unserem Fall ist der Fund insofern etwas ungewöhnlich, als der im Wasser lag. Und dadurch verdankt dann dieses ungewöhnlich glänzende Aussehen. Steinmeteorite zu erkennen ist wirklich schwierig, weil die eben, wie der Name schon sagt, einfach wie normale Steine ausschauen. Es gibt dann dort schon gewisse Hinweise darauf, dass es sich um einen Meteoriten handelt, aber da, sagen wir, muss man ein bisschen Ahnung davon haben. Bei den Eisenmeteoriten ist es insofern einfacher, weil ja normalerweise nicht Klumpen von Eisen irgendwo herumliegen. Also wenn man einen Verdacht hat, dann nimmt man den Stein mit und bringt ihn an unser Institut oder an ein anderes mineralogisches Institut, das gerade in der Nähe ist. Dort kann man ihnen dann weiterhelfen. Also, dass dieser Meteorit bei seinem Fall zu sehen war, ist sehr wahrscheinlich. Es war wahrscheinlich aber nicht eine Sternschnuppe, sondern Sternschnuppen sind ja kleinste Staubteilchen, die vielleicht nur für den Bruchteil einer Sekunde aufleuchten bei ihrem Eintritt in die Atmosphäre.
Wir können ja nicht sagen, wie groß dieser Meteorit ursprünglich war. Alles, was wir hier sagen können, ist, dass das Bruchstück, das wir gefunden haben, ca. 4 Kilogramm hat. Es gibt ein sogenanntes Feuerkugelbeobachtungsnetzwerk in ganz Europa, das eben solche Leuchterscheinungen aufzeichnet. Und je besser die Leuchterscheinungen dokumentiert sind, desto einfacher ist es, seine Flugbahn zu berechnen und dann auch sozusagen vorherzusagen, wo dieser Meteorit wahrscheinlich auf die Erdoberfläche getroffen ist. Das heißt also, wenn man gute Beobachtungsdaten hat, dann kann man den Aufschlagpunkt eines Meteoriten einigermaßen eingrenzen. Und dann kommt es eben häufig vor, dass dann Suchexpeditionen losgeschickt werden, die dann in dieses Gebiet gehen, um dort nach solchen Meteoritenbruchstücken zu suchen. Und sehr häufig finden sie auch was. Nun, die Untersuchung von Meteoriten erfolgt mit mehr oder weniger komplizierten chemischen Untersuchungsmethoden. Ziel einer solchen Untersuchung ist es, den Meteoriten zu klassifizieren, ihn also in eine der bekannten Klassen einzuteilen, wenn möglich, und über diese Klassifizierung dann eben Rückschlüsse unter Umständen auf seine Herkunft zu bekommen. Und dadurch kann man eben besser die ersten Millionen Jahre der Entstehung unseres Sonnensystems verstehen. Diese Information, die kann man über keine andere Art von Gesteinen beziehen, weil auf der Erde beispielsweise durch die geologischen Umbildungsprozesse im Laufe der Zeit diese Hinweise verloren gegangen sind. Also zur Untersuchung von Meteoriten benutzt man häufig mikrochemische und spektroskopische Methoden, wie etwa die Elektronenstrahlmikrosonde, die Röntgenfluoreszenzanalyse, Raman und Infrarotspektroskopie, beziehungsweise Röntgendiffraktometrie. Also eine der Methoden, das ist die sogenannte Mikroröntgenfluoreszenzanalyse. Mit dieser Methode ist es möglich, im Bereich von Mikrometern die chemische Analyse von Festkörpern zu bestimmen. Und das ist eben bei Meteoriten sehr wichtig, weil die Gesamtzusammensetzung eines Meteoriten eben Hinweise auf seine Klasse gibt, beziehungsweise auf seine Herkunft. Es gibt eine Datenbank, eine internationale, und in die kann man beispielsweise einen solchen Meteoriten eintragen lassen. Man muss dann eine gewisse Mindestinformation über die Zusammensetzung, über den Mineralbestand des Meteoriten geben. Dann wird der mit einem Namen in diese Datenbank aufgenommen und dadurch wäre er dann im Prinzip verfügbar für andere Geochemiker oder Kosmochemiker, die zum Beispiel diese Art des Meteoriten studieren möchten. Sie geben eben über diese frühen Prozesse im Sonnensystem Auskunft. Das ist etwas, was man aus keinem anderen irdischen Gestein beziehen kann. Und es ist auch einfach sozusagen das Gefühl, etwas in Händen zu halten, was vielleicht Millionen von Jahren im Weltall unterwegs war und durch irgendwelche unbegreiflichen Zufälle auf die Erde gekommen sind. Also man hat hier wirklich sozusagen Material von anderen Planeten in den Händen. Und allein das schon finde ich extrem spannend.